sitzt das Ferkel einsam im Mist, der Bauer in der Kneppe ist. Servus, ich bin Chuck und heiße dich herzlich willkommen zu den Map News. Ich habe es im letzten Video gesagt, heute sind wieder so einige Karten dabei. Wie immer sind alle Karten und die Timestamps in der Beschreibung. Abonniere den Kanal, um keine Info von einer Karte zu verpassen. Willkommen auf der Great Plateau oder das große Plateau. Diese Karte ist natürlich Version 1.0 von TNT Modding und sie ist für PC, Mac, PS4 und Xbox One. Diese Karte hat 73 Felder, 12 davon sind schon mit Weintrauben besetzt. Das sieht man hier unten, weil da hat man die roten Trauben, weißen und, bevor ich es vergesse, Oliven. Diese Karte hat den Schwerpunkt hauptsächlich auf die Trauben und auf die Forstwirtschaft. Aber ich finde, die ganzen Felder sind wirklich schön zum Anschauen und ich kann fast behaupten und sage es, die Felder sind wunderbar für diese Karte. Gut, was haben wir weiter? Stadtfahrzeuge, da schauen wir gleich durch. Verträge. So, Verkaufsstelle, eine BGA haben wir dann auch noch. Weiters ist diese Karte Seasons Ready und Precision Farming Ready. Natürlich muss die Karte, nein, Entschuldigung, die BGA gekauft werden, bevor man sie nutzen kann. So, einmal in die Höhe. So, auf jeden Fall nicht schlecht. BGA ist Standard, so wie das ausschaut. Stört mich jetzt nicht. Hier haben wir die Oliven und die Trauben. Ja, sehr schön zu bewirtschaften. Beziehungsweise mal schauen, wie man diese bewirtschaften kann. Es steht nicht dabei, ob hier irgendwo was drinnen ist. Auf jeden Fall hat man Sägewerk mitten im Wald. Und ja, recht viele Bäume, die ganze Ebene und alles. Ja, finde ich im Großen und Ganzen sehr gut. Also, er hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben und eines darf ich nicht vergessen, man benötigt auch ein paar Mods, drei im Ganzen, den Bro 9000 Liter, den DRL 140N und Grip Planter. So. Das heißt, kurz gesagt, hier sollten irgendwo dann die ganzen, wie soll ich sagen, die ganzen Maschinen für den, da haben wir es ja. Ja, einen Traubenernter hat man da. Ja, passt. So. In verschiedenen Ausführungen, Reifenvarianten. Ja, passt. So. Und mit diesen Bildern verabschieden wir uns einmal von dieser Karte. Aber nicht vom Video, nämlich es geht noch weiter. Und jetzt sind wir auf der Riverside Farm von Missy B. Und diese Karte ist für PC, Mac, PS4 und Xbox One. Also, anfangs ist diese Karte mal eine fiktive Karte. Weiters ist sie Seasons Ready und Precision. We-
Zweites ist sie Seasons Ready und Precision Farming Ready. Auf der Karte gibt es einen Wald bzw. ein Forstgebiet. Das ist auch noch sehr so ziemlich gut unterteilt. Das eine ist nur das Problem. Gut, weiter sind kleine und große Felder wieder mal vorhanden. Außerdem haben wir auch Multifruit, nämlich Karotten, Zwiebeln, Roggen, Hirse und Sorghum. Gut, weiters gibt es auch eine BGA noch. Dann haben wir da den Kuhstall, den haben wir schon gekauft. Beim Shop steht auch noch so ziemlich viel herum. Und ja, das schauen wir uns gleich noch an. Dann Verträge haben wir. Bauer Hans, ja, sehr schön. Jo, gut, 10,50. Naja, schöne Auswahl. Wieso das? Wieso rosa Felgen? Naja. Gut, 10,50 mit großes Mähwerk. Rostelmarsch, LKW, Manitou. Ja, sehr schön, da sind wir schon durch. So. Weiter geht's von oben. Die Karte schaut mir so ziemlich. Naja. Leicht hügelig ist sie. Ah, das passt. Man merkt, man hat sich Mühe gegeben, sie nicht flach zu machen. Obwohl, es gibt ein paar Karten, die sind flach auch schön. Muss ich auch dazugeben. Und auch sehr interessant. Aber diese Karte ist einmal nicht schlecht, sagen wir so. Natürlich, naja, die Felder und die ganze Aufteilung schaut im Großen und Ganzen auch mal schön aus. Es gibt genug Verkaufsstellen. Es gibt 5 Farmen. Und unter anderem gibt es auch ein paar Flächen, wo man was hinplatzieren kann. Gut, so. Schauen wir mal die Hauptbahn an. Ja, das ist alles sehr groß bemessen. Da kann man noch so einige Schuppenunterstände und was weiß ich alles dazu stellen. Gut. Im Großen und Ganzen hätten wir alles hinter uns. Dann zusätzliche Mods gibt es keine. Und ja. Mit diesem Ausblick gehen wir eher zur nächsten. Alle guten Dinge sind 3, sagt man. Aber schauen wir mal. Auf jeden Fall, die dritte Karte heute ist die Delusion. Natürlich V1 von Noblin. Und sie ist für PC, Mac, PS4 und auch Xbox One natürlich. Also, diese Karte hat 127 Felder. 4 käufliche Wälder, eine sehr klein detaillierte Aufteilung. Schaut aber nicht so schlecht aus, obwohl es zum Teil auch rechteckig ist, aber gut. Dann hier Wälder, Missionen und Seasons Ready ist diese Karte auch gleich. Na perfekt, so, Verkaufsstimmen und alles da. Tja, leider hat sie kein Multifruit. Finde ich etwas schade. Aber ist ja kein Problem. So, auf jeden Fall schaut das so aus, als wäre das, kostet 0 Euro. Und ist auch gleich jede Menge Forst dabei. So, was haben wir? Fendt, Valtra, New Holland. Und das war's. So. Das. Stadthof haben wir. Ja, haben wir inklusive einem Feld.
Und mehr gibt's nicht. Aber das reicht zum Anfangen. So, der Hof ist an sich, ja, spartanisch ausgerüstet, aber man hat alles, was man braucht. Sogar eine Werkstatt. Gut, aber man kann das eine Feld hier dazu kaufen und noch ein bisschen erweitern. Auf diese eine Seite zumindest. Aber das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Also weiter. Das ganze Ambiente, die ganze Geländeführung schaut ja wirklich toll aus wieder mal. Also schlecht ist es auf gar keinen Fall. So, hat man überhaupt noch Platz, um einen weiteren Hof irgendwo hinzustellen? Das schaut eher mau aus. Naja, schauen wir mal BGA. Das ist Standard. Ja, Standard. Okay. Nichts gegen Standard jetzt, aber nun ja. So, für Forst haben wir da auch noch was. Natürlich. Aber auf jeden Fall mal nicht so schlecht. So, Sägewerk. Schaut auch gut aus. Naja, auf jeden Fall hat man sicher viel Arbeit, viel Spaß und nun ja, ich würde mal sagen, ja, und naja, ich würde gerne ein bisschen mehr zeigen und sagen, aber naja, viele großartigen, wichtigen Dinge gibt es nicht, außer dass sie mal nicht so schlecht ist. Und das war's mit den neuen Karten und jetzt kommen noch die ganzen Updates. So, und die erste Karte heute ist die Dutch Connolly, die geupdatet wurde. Sieht nämlich auf die Version 1.2 von Dutch Field Maps. Und sie ist für PS4, Xbox One, PC und auch Mac. So. Also man hat schon mal sehr große Fahrzeuge. Gut, Folgendes wurde geändert, nämlich es wurde ein schnellerer Verkehr hinzugefügt. Es gibt jetzt mehr Geländetexturen und sonstige Kleinigkeiten wurden auch noch verändert. Und weiter geht es auf der Ostrowitko, der polnischen Karte. Mit 72 Feldern, 4 Farmen, viele Wälder und auch Update auf Version 2.0.1 von Pumusik bzw. Puma 145. Und diese Karte ist auch für PC, Mac, PS4 und Xbox One. Erstens haben wir mal Multifruit, nämlich Roggen, Triticale und das war's dann schon. So, weiters haben wir viele Felder. Stadtfahrzeuge, Verträge. Gut, also was wurde hinzugefügt? Nämlich die Unterstützung für Precision Farming. Dann neue Erntetexturen, Seasons Maske. Dann behobene Levitationsmodelle. Dann gibt es weiter feste Texturen an Modellen. Ich fliege mal ein bisschen herum, dass man die Landschaft sieht. Ein paar Dinge sind noch. Dann gibt es feste Texturformate und viele, viele wurden behoben. Und ein Dank geht auch vom Mapper an Davidosa und Lucky. Wahrscheinlich haben die ihnen geholfen. Oder höchstwahrscheinlich haben die ihnen geholfen. Und ja, das war's. Weiter geht's. Und weiter geht es mit der kanadischen Produktionsmap. Sie kommt von René BQC. Und man hat natürlich hier auch Multifruit, nämlich Alfalfa, Roggen,
Klee, dann Hopfen, Kirschen, Sorghum, Tabak, Reis, Karotten, Zwiebeln und natürlich Weißkohl, Rotkohl. Gut, also jede Menge gibt es da zum Verkaufen und alles drum und dran. So, was ich aber bei dem Ganzen hier rausgelesen habe, kommt noch eine andere Karte. Ich finde es gut, dass da wieder sowas an. Die. Na, ich finde es gut, dass die Verträge hier sind. So, dass ich es richtig rausbringe. Gut, und weiters kommt in weiterer Folge noch eine Karte davon raus. Beziehungsweise von ihm. Aber die soll etwas ansprechender sein. So, gut. Und ich würde jetzt sagen, mehr gibt's nicht zu sagen. Leider. Ich würde gerne mehr sagen, aber es steht leider nicht mehr drinnen. So. Und weiter geht es mit der National Valley V2 von Gwendal. Diese Karte hat 3 Farmen, 30 Felder und 45 bzw. mehr als 45 Baumparzellen. Ich finde das Ganze wirklich klasse, vor allem so wie das Ganze weiterverarbeitet wurde. Dadurch, dass ich schon auf dieser Karte mal war, vor allem mit den Old Gamers, weiß ich, wie diese Karte so ungefähr ausgesehen hat. Und ja, die BGA war, glaube ich, noch nicht da, aber natürlich gibt es auf dieser Karte jede Menge Forst und steile Wege, die man, naja, nur mit PS starken oder nur mit leichten Anhängsel hinauffahren sollte. Okay, weiters. So, haben wir Verträge, Stadtfahrzeuge und Verkaufsstellen, alles da. So, es wurde Folgendes gemacht. Es wurden nämlich 4 Felder hinzugefügt. Das wären diese 2 und diese 2. Dann verändert wurde auch noch der Siloträger. Der ist jetzt fest. Die Nachmisch der Hühner wurde überarbeitet. Dann eine Verkaufsstelle für Holz und eine Verkaufsstelle bzw. das Restaurant hier oben wurde auch hinzugefügt. Verbesserter Sound, die Schneemaske wurde überarbeitet und wie gesagt, die BGA wurde hinzugefügt. Dann weiters 64 neue Bauern hinzugefügt. Das heißt, in puncto Verträge. Dann 3 Transportmissionen und eine Ergänzung einer Gülleverkaufsstelle, Unterstützung für Düngemittel. Der neue BGH-Wald haben wir schon gehabt. Und ich muss sagen, wirklich gut überarbeitet. Wirklich schön. Wirklich, wirklich schön. Muss man ehrlich dazu sagen. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, ist eine schöne Straße, die zumindest einmal oder halb um die ganze Karte geht. Damit man zumindest um die halbe Karte schön fahren kann. Aber das ist nur meine Meinung dazu. So, und das war schon fast für heute. Eine Karte kommt noch. Gut, und jetzt sind wir auf der La Côte Basque, einer Beta-Karte von Moment. Kako, Sphinx, Fabian GTI, Simu 53 und Anthony 15. Diese Karte gibt es nur für PC und Mac, ist nicht Seasons-kompatibel, nicht Server-kompatibel
Und es gibt auf dieser Karte nur eine Farm und ein ganzes Gebiet um 25 Millionen. Das heißt, es gibt keine Verträge. Dann Verkaufsstellen gibt es mit Problemchen. Aber gut, es ist eine Beta, also bitte nicht zu ernst nehmen, das Ganze. So, und wie gesagt, auf dieser Karte hat man auf jeden Fall eine Kuhfarm. Und natürlich sollte irgendwo Platz sein, kann man seine Farm selber herstellen und auch, ja, eine neue Farm platzieren. So, jetzt kannst du das Eingemachte. Im Allgemeinen würde ich sagen, sehr schönes Ambiente. Einen Steinbruch hat man auch zur Verfügung. Und man kann sogar, ich schätze mal, Kalk abbauen. Beziehungsweise, ja, man kann ein bisschen was abbauen. Und ja. So, weiter. Die Felder sind, naja, meistens rechteckig, aber gut, für Forst ist auch was da. Es kann noch ein bisschen was dazu gebaut werden, wie ich so sehe. Auf jeden Fall ist da ein schöner, wirklich dichter Wald. Tja, und mehr gibt es nicht wirklich bei dieser Karte. Auf jeden Fall war es das für heute. Ich fliege noch ein bisschen rum. Und natürlich, wenn es dir gefallen hat, like das Video, abonniere den Kanal, damit du immer auf dem Laufenden bist. Und wir sehen uns am Dienstag wieder in der Früh. Also bis zum nächsten Mal, schönes Wochenende. Ciao, ciao.